let's go to the beach. Wir sind meistens erst am späten Nachmittag zum Strand gegangen, weil es da meistens schon was leerer und noch nicht mehr ganz so heiß war. Hier seht ihr auch schon unseren Strand. Das war total schön, dass wir da direkt einfach hinlaufen konnten. Das war nämlich nur eine Minute vom Hotel entfernt. Als wir dann ein schönes Plätzchen gefunden haben, haben wir meistens erstmal unsere Strandstühle ausgeklappt. Wegen Corona gab es da leider keine Liegen. Deshalb hatten wir diese super schicken blauen Strandstühle hier. So, erstmal was Alibi trinken, damit Papa weiter aufbauen kann. Oh nee, jetzt muss ich es doch selber machen. Schwupps. Und schon aufgeklappt. Ich mag es einfach gar nicht, so direkt einfach im Sand zu liegen. Deshalb waren diese Stühle perfekt für mich. Mein Bikini hier ist übrigens von Abercrombie. Ich habe auch einen Bikini-Haul hochgeladen. Schaut da auch sehr gerne mal vorbei. Jetzt aber erstmal ab ins Wasser. Autsch, der Sand ist immer so heiß in den Füßen. Ich guck mal, wie schön leer es ja einfach in Mallorca war. Ich glaube, so schön leere Strand wird man nicht mehr finden, wenn Corona wieder vorbei ist. Meistens habe ich mit meinem Papa immer Wasserball gespielt. Das kennt ihr ja schon mir aus dem Pool. Irgendwann hatte Papa dann keine Lust mehr und ich auch nicht. Also sind wir rausgegangen und haben uns erstmal abgetrocknet. Und ja klar, am Strand muss man natürlich auch was essen und diese Kekse waren hier echt lecker. Die kleine Mavi am Strand und baut ihre tolle Sandburg. Ich liebe das einfach, immer noch Sandburgen zu bauen. Immer wenn wir am Strand sind, gibt es erstmal eine Burg. Und ja, ich habe mir auch noch Würmchen gekauft. Lasst auch einen Daumen nach oben da, falls ihr auch immer noch so gerne Sandburgen baut. Ich weiß gar nicht, warum ich eigentlich meinen Strandschuh mitgeschleppt habe. Meistens sitze ich da nicht drin und habe angefangen zu turnen. Oder ich habe einfach noch ein paar Fotos am Strand gemacht, weil ich finde, der Strand bietet einfach die beste Kulisse für coole Fotos. Irgendwann hatten wir alle so Hunger, dass wir nach Hause gedackelt sind und es erstmal fertig gemacht haben zum Abendessen. Meine Haare habe ich dann hier mit diesem Two-in-One After Sun Shampoo gewaschen. Ich habe meine Haare nämlich echt wirklich oft gewaschen im Urlaub. Vor dem Abendessen sind wir dann meistens noch was in Städtchen oder hier in den Hafen gegangen und ja, ich trage meine Maske unter der Nase, weil hier war kein Mensch weit und breit und es war einfach so heiß, Leute. Und nochmal schnell ein Foto knipsen, weil hier war alles so cool dekoriert. Wenn wir uns dann einig geworden sind, was wir heute essen, in welches Restaurant wir gehen, setzen wir uns hin und schauen uns erstmal die Karte an. Heute ist es Pizza geworden und für mich kann sie nicht groß genug sein. Ah, oh Gott, Hilfe.
Guten Appetit, Leute! Nach dem Essen haben wir uns dann nochmal unsere Schwimmsachen geschnappt und sind nochmal eine Runde in den Pool gesprungen. Schaut mal, wie schön das hier alles noch beleuchtet ist und ich liebe es einfach, abends oder nachts noch schwimmen zu gehen. Handstand everywhere. Die Leute, die hinten noch am Essen waren, haben auch schön Abend-Entertainment bekommen. Irgendwann bin ich aber auch müde geworden und bin wieder hochgewatschelt. Okay, zum 100. Mal unter die Dusche heute. Dann habe ich mir schon direkt den Schlafanzug angezogen und mich erstmal mit Aftersun eingecremt. Dabei haben wir meistens noch aufs Fernsehen geglotzt und was ist das für eine Sendung? Kleine TikTok-Dance-Session zwischen dem Zähneputzen. Jetzt war ich aber auch müde und habe mich schnell auf mein Bett geworfen. Und habe mir meinen Laptop geschnappt. Dreimal dürft ihr raten, welchen Film ich noch zum Einschlafen geguckt habe. Boah, diese blöde Bettdecke. Kennt ihr das, wenn die im Hotel diese Bettdecke immer so blöd feststecken? Die muss ich erstmal 10 Stunden lang rauszubbeln. Ja, ich weiß, bin spät dran mit dem Harry Potter Hype, aber ist nun mal so. Kann ich auch nichts für. Zum Schlafen gehen habe ich dann noch meinen Turban abgemacht, meine Haare einfach so trocknen gelassen. Jo, und ich hoffe, meine Abendroutine hat euch gefallen. Dann lasst gerne einen dicken Daumen nach oben da, dass ich das auch sehen kann. Und abonniert auch sehr gerne meinen Kanal für weitere Videos. Tschüssi!